Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch hier gerade in einer Regenpause. Ja. Wir werden die nächsten Tage noch richtig starken Regen abbekommen. Wir haben unser Lager hier an einem, hoffe ich, ganz aussichtsreichen Platz bezogen. Eine lange Sandbank mit zum Rückwasser hier hinten drin. Hier seht ihr überall immer wieder Weißfische aufgehen. Alles voll mit Köderfischen hier. Alles voll mit Fisch. Überall sieht man sie abhauen. Also hier ist richtig Leben drin. Wahrscheinlich, weil auch die Wassertemperaturen hier hinten im stehenden Wasser etwas höher gehen. Und wenn die Sonne ab und an mal durch die Wolken blinzelt, erwärmt sich solches Wasser natürlich auch viel schneller. Wir werden probieren hier mit Top-Water-Montagen, weil wir eben auch Futterfisch an der Oberfläche sehen, zu arbeiten und auch mit U-Posen-Montagen, um einfach beide Möglichkeiten, wenn der Temperatursturz und das schlechte Wetter kommt jetzt, abzudecken beim Welsangeln. Eine tiefe Köderpräsentation und eine hohe Köderpräsentation. Wenn abends richtig Regen kommen sollte und Sturm, dann werden wahrscheinlich die Top-Water-Routen eher ruhig bleiben. Also die hohe Köderpräsentation, die Wälse kommen ganz selten dann hoch. Wenn oben diese Lautstärke durch aufplatschende Regentropfen an der Wasseroberfläche ist, kommt kaum ein Wels hoch zum Fressen, weil das Futter auch nicht oben ist. Dann werden wir probieren, die Fische mit U-Posen, leichter Auftrieb, also Mikro-U-Posen, direkt knapp über Grund abzuholen. Wie das genau aussieht und wo wir die Montagen ablegen, zeige ich euch im Video. Ja, und jetzt bereiten wir mal unsere Top-Water-Montagen vor, ziehen uns dann nochmal um, trockene Klamotten an. Ich bin ein bisschen klamm geworden durch den letzten Regenschauer. Da müssen wir ein bisschen was einfallen lassen, weil wir hier eben stehendes Wasser haben. Da brauchen wir eine andere Köderpräsentation als beim Angeln in der Strömung. Aber jetzt schauen wir erstmal, die Jungs vorne sind kräftig am Fiedern, dass wir noch ein paar Köfis zusammenkriegen. Jetzt schauen wir erstmal, was die da so fangen. Ob sie was fangen. Ja, der Finny schmeckt das Fiederfutter natürlich auch. Das kriegst du nicht da, das ist ja Quatsch. Güster. Ein bisschen größer könnten sie sein. Ja, läuft doch. Dort, wo das Futter ist, sind die Waller meistens nicht weit. Die nächsten kommen. Eine Güster. Mal, die bleibt bei dir noch ein bisschen. Da geht's. Werden schon langsam größer. Die kleineren Güstern hier sind auf jeden Fall optimale Köder. Es geht Schlag auf Schlag mit der Fiederrute. Da werden die Waller nicht weit sein. Ein schöner Rapfen. Das sind natürlich Top-Köder. Alter, was ist denn hier los, Finny? Die Jungs fangen einen Fisch nach dem anderen. Was habt ihr da jetzt gerade drauf? Die schöne Schuppenkarpfen. Fieder ist ja gut krumm. Ja, jetzt im Frühjahr geht es hier vorwärts. Schönes Teil.
Ui. Alter. Das ist ein guter Fisch. Komm, schäppen ab. Aber warte. Erst wenn du ihn abschäppen kannst. Finny, nein. Sehen nicht. Sonst, der tankt zu. Ja, genau. Pass auf, das ist ein guter Fisch. Alter Vater. Alter Falscher. Warte, lass, wenn er hochkommt im Maul. Ganz in Ruhe. Wollten doch ein paar mehr Eschen fangen, Florian. Ja, das hatten leider nicht gerade. Das ist schon ein Ding, Alter. Jawohl, jawohl, jawohl. Fettes Petrio. Bang. Wahnsinn. Boom. Bang. Ja, komm, jetzt zeig den mal hier. Ein Kindergänger. Der ist als Köfi ein bisschen zu groß. Ja. Da würden sich, glaube ich, die italienischen Karpfenangler die Finger abschlecken. Das ist schon ein Ding. Am seidenen Fadenhänger. Wahnsinn, Wahnsinnsding. Herr Finny, was sagst du dazu? Jetzt fangen wir heute Nacht noch einen dicken Wels, oder? Ja, nicht schlecht, Floriano. Ich finde, du bist hergekommen zum Welsangeln. Ja, nicht dabei fangen beim Wiedern. Ja, ja. Du wolltest da eigentlich einen Köfi fangen. Ja. Wahnsinnsröhre. Auf drei Maden am 20er Vorfach. Petri Heil. Danke. Lass mal abschießen. Oh, geil, Wahnsinnsschuppi. Wahnsinnsschuppi. Auf die Fiederrot. Jetzt im Frühjahr hier in Italy. Petri Heil, mein Güster. Danke. Ein Wels macht dich nicht so nass, hm? Oh, mit die Schlappen, Mann. Jetzt kümmerst du mich. So, jetzt muss ich noch ein paar Montagen vorbereiten. Dann nehme ich euch mit, zeige euch mal, wie wir die Top-Water-Montagen hier in dem ruhigen Wasser präsentieren. Und dann fahren wir die U-Posen ein bisschen weiter runter, wo die Strömung beginnt hier an diesem Platz. Direkt ans Holz ran. Da werden wir auch noch was umlenken müssen. Wird spannend. Kommt mit. Jetzt ein Top-Water-Vorfach vorbereitet für einen großen Rapfen. Wir haben ja hier richtig gut Köfis auf der Bank gefangen. Ghost Hook Einzelhaken. Den werden wir ins Totholz setzen und zu unserem Platz rüberspannen. Zwei Ruten werden wir mit U-Posen relativ weit nach unten ziehen. Dann haben wir auf jeden Fall hier in dem Gebiet, wo so viel Futterfisch unterwegs ist, alles abgedeckt. Einmal in den oberen Wasserschichten Köder präsentiert und einmal dicht am Grund. Dann sind wir mal gespannt, was das Dreckwetter, der Regen, der Wind ausmacht und auf welche Köderpräsentation die Waller eher stehen. Hier sind überall Futterfische. Hier vorne unterhalb von unserem Angelplatz kommen so zwei tote Bäume raus. Und da sieht man unten drin überall Futterfische stehen. Da werden wir jetzt einen Umlenker reinbauen, um die Bäume effektiv von außen beangeln zu können. Bomba-Handastik natürlich ideal. Wenn wir hier schön lang an unseren Hindernissen reinsetzen, die nehmen wir zum Umlenken von unseren Schnüren zurück zum Angelplatz. Machen wir schon mal hier den Test, dass er ein bisschen Stabilität bekommt. Natürlich nach dem Angeln alles wieder ab.
wir unsere Hauptschnüre eingeklemmt. Zeige ich euch gleich. Ich nehme das nur ein kürzer. Ja, und jetzt beginnt der Regen. Das Dreckwetter kommt. In dem Ufer unterhalb von unserem Möwald viel Totholz im Wasser. Da sitzen die Futterfische drin. Das werden wir nutzen, um da die gespannten Routen, die Top-Border-Montagen anzubieten. So. Hier direkt eine Wassertiefe von 1,50 Meter am Ufer abfallend. Naturufer, immer gut jetzt bei kaltem Wetter. So, 1,3, 1,4, 1,5. So, rein. Kleiner Ausleger ans Ende. Müssen wir unsere Montage gut wiederfinden, die zu gehen. Einen schönen Rapfen mit der Fiederrute gekriegt. Er zählt zur Leibspeise hier am Fluss. Hier in dem Gebiet dürfen wir mit lebenden Köderfischen noch angeln. Schönes Vorfach mit dem Ghostfuck anpassen. So muss es aussehen. Hinten ein Haken perfekt, vorne ein Haken perfekt. Reißleine, bei den Spannmontagen perfekt. Hier bei dem Rapfen haben wir auch kein Blei eingesetzt, sondern mal freie Leine probiert. So, jetzt holen wir uns erstmal unseren Abstand wieder rein, Höfi ins Wasser. Zieht er seine Kreise, stellen wir gleich unsere Tiefe perfekt ein. Legt dann so einen einfachen Schlag ums Knicklicht, um das Ganze zu fixieren. Die zweite Rute haben wir direkt hier im kurzen Winkel vor unsere Bucht gesetzt, ganz knapp, aber probieren. Einen Meter tief lockt der Köder. Ja, die ersten Klamotten hängen am Zelt. Wir haben uns jetzt einmal frisch umgezogen. Der Regenschauer ist durchgezogen. Und jetzt hoffen wir, dass wir alles noch safe kriegen, bevor der Abend kommt. Wir fahren jetzt mal mit euch die U-Posen raus, zeigen euch, was wir da genau uns gedacht haben, was wir vorhaben. Die Top-Water-Montagen haben wir die anderen zwei schon gesetzt, aber im Regenfilm ist immer ein bisschen schwierig. Und ich habe meine Schwimmweste an. Habe ich vorhin leider vergessen im Eifer des Gefechts. Immer dran denken. So, dann packen wir jetzt die U-Pose weit unten. In der Baumkante, nah an den Sträuchern. Dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ja. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was wir mit den Top-Border-Montagen für verrückte Umlenkaktionen gemacht haben, damit der Winkel passt. Aber es ist vielleicht auch ein guter Tipp für euch, um den Winkel, eine Abspannmontage, einfach verändern zu können. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir zeigen euch mal, wie wir den oberen Bereich jetzt an unserem Platz hier zugemacht haben. Gleich am Anfang, am Einlauf von diesem Gebiet, wo die ganzen Köfis unterwegs sind, haben wir hier eine Montage dicht ans Ufer gesetzt.
20 Gramm Glow in the Dark Frontonblei über dem Köder. Und er zieht hier genau in den Hecken seine Kreise. Hier oben haben wir einen leichten Auslecker mit Reflektorband, 35er Mono. Unseren Clip vorne dran, ganz kurze Reißleine nur. Leichter Schwimmer und direkter Weg zum Angelplatz. Wenn die Welse hier reinkommen, richtig nah, dann wird die Montage Fisch bringen. Das ist die kürzeste jetzt zum Ufer. Deswegen auch nichts im Wasser, kein Wirbel, kein gar nichts, hier fällt nichts auf. Nur das Vorfach durchschneidet die Wasseroberfläche. So, und hier seht ihr jetzt, für was der Bomberhunter-Stick gut ist oder gut war als Umlenkhilfe. Wir haben jetzt eine Rute da drüben am Ufer fixiert, hier in den tieferen Graben reingesetzt. Wenn wir die jetzt direkt gespannt hätten, hätten wir nie diesen Winkel hingekriegt. Die hängt jetzt hier mittig in dem tiefen Graben, kommt hier rüber und wird hier umgelenkt. Kurzes Stück Reißleine, so können wir super die Spannmontagen umlenken. Hier vorne läuft diese Schnur durch, oben drüber gelegt, zu dem Rapfen, da war er dabei beim Auslegen. Der hängt da unten am Baum, an der freien Leine. Jetzt haben wir den oberen Bereich hier, das Einlaufgebiet, perfekt zugemacht mit oberflächennahen Köderpräsentationen und beide nach unten gesehen, die zwei U-Posenruten. So, und da kann eigentlich passieren, was will heute Nacht. Egal, was für ein Wetter kommt, was für ein Temperatursturz, sollte man irgendwo Aktion bekommen. Denn die Futterfische sind da und die Waller werden fressen. Entweder unten oder oben. Wir setzen auf mikromäßigen Auftrieb. Eine kleine U-Pose ist jetzt hier am Start. 3,5 Gramm Haarmontage. Sind circa 300 Meter von unserem Platz entfernt. Hier beginnt die Strömung richtig zu laufen. Das ist die weiteste U-Posenmontage. Die weitest entfernteste. Gehen wir nah ans Holz. Die Bäume hier drüben an die aufsteigende Uferkante. Langsam an die Kante ran. Ich suche mir gleich einen Punkt, meine Schnur aus dem Wasser rauszulegen. Hier vorne kommen schöne Äste, da können wir sie schön reinlegen. Vorne haben wir schon einen Umlenker vorbereitet, das zeigen wir euch jetzt, um den Winkel von der Montage exakt bestimmen zu können. Dass es schön dann auch zum Ufer umgelenkt wird und nicht runterfallen kann. Hier kommt noch ein schönes Ästchen, da können wir es hochlegen. Habt keine Angst vor so dünnen Ästen, da kriegt ihr die Schnur gut wieder raus. Entweder reißt ihr der Waller ein Biss raus oder wenn ihr runterfahrt, um den Fisch zu drillen, könnt ihr sie einfach rausheben. Haben wir uns eine Umlenkstange festgemacht im Totholz, die dann unsere Schnur noch mal führt und fixiert. Immer eine Hilfe, wenn man schräg dann sitzt es am Angelplatz. Seht ihr, wie die schön da durchgleitet, damit wir die Top-Water-Montagen jetzt hier oben kommen, schön umfahren können und die Schnüre drüber lenken können.
reagieren teilweise schneller auf Aktionen an der Rute als die Glocke. Und das will was heißen. Nächste U-Pose. Abfahrt. Zweite U-Posen-Montage wird jetzt kürzer gelegt. Hier haben wir zweimal einen mikromäßigen Auftrieb drauf. Zwei Mikros direkt hintereinander geschaltet. Ja, jetzt im Frühjahr sind große U-Posen definitiv fehl am Platz. Ganz knapp über Grund eine Köderpräsentation oder aber Jokern und richtig an die Oberfläche gehen. Aber das müsste dann mit der Freestyle-Montage von oben direkt nach unten machen. Die lege ich jetzt leicht versetzt ein bisschen weiter nach außen, wo das Wasser viel tiefer wird. Mir auch jetzt direkt am Ufer einen Punkt, wo ich die Schnur ein bisschen umlenken kann, dass ich sie aus dem Wasser rausbekomme, aus der Wassersäule. Denn die Schnur ist das, was uns Angler verrät, definitiv. Unsere Ruten sitzen und Stefano trillt hier vorne gerade. Mal gucken, was der drauf hat. Sieht ein bisschen größer aus. Aber nach dem Karpfen von Flo, was soll da noch kommen? Ah, guck. Ein Katzenwels. Naja, die werden auch hier immer häufiger. Zeig mal halt kurz den Kollegen, da musst du aufpassen, weil die haben Stacheln, die Jungs. Ja, hier vorne an den Brustflossen ist ein Stachel. Hier an der Rückenflosse, die jetzt immer so schön hochfährt, ist ein krasser Stachel. Jetzt in der Größe sind die gut handelbar. Aber in kleineren Größen, die werden sehr viele hier beim Fiedern unten fangen. Fressen die großen Waller auch. Muss man immer wieder testen, was da der beste Köder ist. Aber das ist eine Art hier, die wirklich am großen Fluss hier explodiert. Beim Fiedern kriegt er die und wenn das Wasser wärmer wird, attackieren die auch eure Wallermontagen. So, die Uferruten sind safe. Zwei Gäste schlafen am Ufer hier auf der Bank. Ich werde heute Abend mit Flo aufs Boot gehen, aber gar keine weite Reise unternehmen, sondern das Boot hier von dem Uferbereich hängen lassen. Habe ich schon wieder ein bisschen einen anderen Winkel und damit werden wir hier draußen. Kommt eine kleine Kante, ganz unauffällig, von 1,50 auf 2,5 Meter, werden wir noch drei Ruten hier in diese abfallende Kante, außen von dem Angelplatz jetzt, wo wir die ganzen Futterfische gefunden haben, reinsetzen. Ja, und dann kann der Regen meinetwegen kommen. Wir sind sicher im Boot, die anderen Jungs sind sicher am Ufer. Wir können rauslaufen, ganz bequem, können zusammen heute Abend essen und haben uns perfekt aufgeteilt. Und ich denke, das sollte doch ein Fisch kommen. Bis später. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare des Videos schreiben, was ihr glaubt, was es heute Abend hier in der Wildnis zu essen gibt. Viele fahren dafür oft in ganz, ganz teure Restaurants. Wir kochen es uns hier nicht täglich, aber probieren einmal in der Woche so ein leckeres Schmackofatzke uns zuzubereiten. Schreibt es mal in die Kommentare und der Erste, der die richtige Antwort in diesem Video reinschreibt, was wir heute Abend uns zu essen machen, der bekommt von mir einen coolen Preis nach Hause geschickt. Das ist doch ein Deal. Und bis es endlich soweit ist, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, hier die Ruten noch setzen, dass es heute Abend was zu essen gibt. Bin mal gespannt, wer es von euch errät. Baller ich mir noch eine leckere Trinkmahlzeit rein, Beifood Banane. Mega lecker, macht satt.
geht jetzt auch rucki zucki, kann ich beim Auslegen trinken. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Rabattcode. Solltet ihr auch mal probieren. Und wir sehen uns später wieder, entweder beim Biss oder bei der Auflösung des Rätsels, was es zu essen gibt. Aber ich glaube, die Jungs und Mädels, die öfters in meinem Kanal vorbeischauen, können sich es schon denken. Die riechen schon, ich gebe euch einen kleinen Tipp, den Knoblauch in dem heißen Olivenöl hier das Po-Ufer entlang schwirren in der Luft. Bis später, bis zum Biss oder bis zum Abendessen. Gute Oblast. Da hängt er. Ein Riesenwels. So, da ist er. Dein Mikro sonst wieder gerichtet. Petri, heil. Petri, Dank. Zeigst du mal uns. Fisch ist Fisch. Schöner. So wie ein Fisch. Ein schöner. Bang. Boom. Danke. Der Anfang ist gemacht. Schöner Fisch. Und ich glaube, das ist der Vorbote für die Dicken. Weiter geht die wilde Fahrt. So, das Abendessen wird vorbereitet. Preisrätsel kommt noch. Jetzt kommt die Auflösung. Das kann was, ne? Schöne Riesengambas in Knoblauchsud, Olivenöl. Das gibt Tinte auf den Füller und Kraft für den nächsten Dickfisch. Beide Ruder zugeschlagen, mit dem mikromäßigen Auftrieb. Die Schnüre waren gleich von... Hey, da ist er. Gesehen, die Schnüre waren gleich von den Bäumen runter, der umgelenkten Rute hier weit nach unten mit der kleinen Mikro-U-Pose geht problemlos, sogar bei Nacht, wenn man aus dem Schlafsack gerissen wird. Montage wieder perfekt gegriffen. Fanghaken hängt schön drin. Kleine Haltehaken. So, ein schnelles. Gucken wir mal kurz nach oben. Da ist er. So einen fetten Ransen hat er. Petri, Stefan. Petri, danke, Stefan. Habt ihr das gehört? Da im Hintergrund. Es geht los jetzt hier. Sie kommen. Ah, dann schieben zurück. Den Wal ins Meer. Okay.
Petri. Petri, Dank. Bam. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich es perfekt mit euch mit der Kamera einfangen konnte, aber es ist alles voll mit Futterfisch hier. Die sind ja eben am Schlauchboot aus dem Wasser gesprungen, fast ins Boot reingesprungen. Wirklich brutal. Da wird noch einer kommen. Weiter geht's. Ja, einen wunderschönen guten Abend, einen verregneten Abend. Fini liegt hier hinten. Der geht's gut, ihr hört's. Richtiger Regen prasselt hier auf uns runter. Wir sind klatschnass, haben uns jetzt erstmal umgezogen. So, jetzt haben wir es uns erstmal hier gemütlich gemacht. Am besten geht es natürlich immer dem Hund. So, wir harren der Dinge. Bis zum Biss. Guten Morgen. Richtig schönen Sturm auf dem Teich, richtig Wellen und einen Einschlag auf die Urposen. Komm, Kurbel, 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 Kurbel. Ich bin auch nicht richtig wach, so wirklich. So. Die Geburtstag gefahren. Oh. Nee, nicht gepennt. Oh. Eine windische Nacht, mein Lieber. Ich war fast nur wach. Zelt weggeflogen. Bei mir nicht, aber im Flo. Um die Battle Cat. Dann Filippo schnauft. Dein 2 Plus zum Geburtstag kann man kriegen. Glaube ich, also es muss ein großer Fisch sein, so wie der drin steht. Nur noch halten. Er schnauft eine. Jetzt kommt er langsam. Rute hoch, Rute hoch. Oi, Alter! Alter! Bisschen Schnur raus, nicht zu steil und Ruder hoch. Oh, du Scheiße. Was ein Fisch. Ruder hoch, schön oben, einfach nur halten mit Gefühl, halten, dass er mal Luft kriegt. Die roten Teufel haben zugeschlagen, was ein Fisch. Also, das ist dein erster Zweier. Der erste Zweier. Hast du keinen gehabt, oder? Immer knapp vorbei, Elkratz. Einen Tag zusammen geangelt hier und direkt den Zweier geknackt. Vielen Dank, jetzt müssen wir nur reinholen. Das ist er. Alter, was ein Fisch. Das Verrückte ist ja, also es ist alles verrückt bei uns immer. Aber das Verrückte ist ja, Philipp hatte gestern Geburtstag. Da hockt er, der junge Mann. Und dann Wetterbericht geguckt, Sturm aufgezogen, Regen, heute Nacht die Zelte weggeflogen. Und wir haben, oder ich habe so gehofft, dass er seinen Geburtstagsfisch kriegt.
Und im Morgengrauen jetzt, es ist immer noch gut Welle auf dem Teich, kommt das Ding. Sein erster 2 Plus und das ist eine richtige Bombe. Stefan, jetzt habe ich alle die Sehne in meinem Leben. Seite. Ich hab, guckt euch mal diese Bombe an. Das ist so ein Fisch, eine 90 Kilo Klasse, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar hat er die 100. Zum Auftakt hier gleich. Alter, guckt euch mal diesen Büffel an, den Bauch da unten. Guckt euch mal diesen Fisch an. Und die roten Teufel haben wieder geliefert. Hier hängt sie drin, schön in der Maulfalte. Ganz knapp, die Haarmontage, ganz perfekt. Oh. Und eins der effektivsten Systeme für das Angeln jetzt im Frühjahr. Genug geredet, erstmal dem Fänger gratulieren. Wahnsinnsröhre, unglaublich. Petri, Alter, Petri. Vielen Dank, Stefan. Tja, der Rekordfisch für mich. Definitiv. Jetzt heißt es erstmal durchschnaufen. Nach dem Drill. Alter, ja. Absoluter Wahnsinn. War ja viele immer das Fanggerät interessiert und das war ja auch ein Hardcore-Drill jetzt. Die Battlecat 3,5 Meter hat ihn gebracht, das ist eine tolle Route für das Uferangeln, für das Ansitzangeln, ja. Hat genug Power auch für richtig große Fische. Petri heil, junger Mann. Petri, danke, Stefan. Guckt euch mal diese Monster an, absolut brutal. Schaut euch mal den Bauch an. Ein Fisch der 80 Kilo Klasse. Erste 2 Plus hier für den Don Filippo. Geburtstagsfisch. Wahnsinn. Eiskaltes Wasser und richtig fette Welse. Jetzt im Frühjahr läuft. Petri Hein. Vielen Dank, Stefan. Petri, Dank. Wahnsinn, Wahnsinn, was eine Röhre. Wir grüßen euch hier aus der Eiszeit. Schön Wetterangler, gibt's genug. Und Welse beißen ja auch. Und Welse beißen auch und sind voll gefressen. Weiter geht die wilde Fahrt. Uiuiui. Alter Falter. Morgen geht die Party weiter. Mal rüber mit der Glocke zu mir, die nehmen wir nicht mit. Definitiv aktuell im Vorteil. Die tiefe Köderpräsentation gegenüber den Top-Border-Routen. Maulfalte. Köfi ist noch dran. Zack. Oh, guter Fisch. Guter Fisch und alles auf Mikro tief präsentiert. So, dann. Jetzt bist du an der Reihe. Und schön die Schlafanzughose versaut. Petri Heimann Gützter. Petri, danke, Stefan. Morgenstund, ne? Die Morgenstund. Das ist eine Röhre. Muss ich mit der Kamera erstmal ein ganzes Stück zurück, kriege ich euch beide gar nicht drauf. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Schaut mal. Da unten. Da geht die Sonne auf. Und für uns startet ein neuer Tag. Wir haben richtig gepokert. Das, was aufgetrennt haben mit den Montagen, ein paar Köder tief präsentiert. Richtig tief mit den Mikros und ein paar Köder an der Oberfläche. An der Oberfläche, die wollten sie jetzt noch nicht. Aber da waren sie, die Waller, und haben tief gefressen. Also immer gut mixen. Ich hoffe, das verrückte Video hier, es ging ja ganz schön zur Sache, hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv beim nächsten Video wieder. Alles Gute für euch. Danke fürs Zuschauen. Gesundheit, dicke Fische. Und bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.